Hallo wieder einmal bei Uelzen TV. Es gibt das eine oder andere Ärgernis in Uelzen, was es zu diskutieren gilt. Es ist zwar schon beschlossen, trotzdem wollen wir mal wissen, was die Bürger über den Umbau des alten Rathauses hier in der Innenstadt sagen. Begleiten wir uns mal auf einer Umfrage, wo es darum geht, die Meinung mal etwas festzumachen. Wollen Sie vielleicht mal ganz kurz das alte Rathaus mit den schönen Bögen an der Seite mit der Karte? Was halten Sie davon, dass es jetzt beim Umbau, dass es nicht mehr gibt? Gar nichts, wie es jetzt ist. Warum nicht? Nein, weil es sieht ja einfach optisch schöner aus, von der Optik her. Ja. Und jetzt die Aluminiumtüren da, das passt doch nicht. Passt nicht zum alten Rathaus? Nein. Nee. Ihr Meister Schildbürgerhaus von Uelzen. Wir sind traurig, dass die Arkaden weg sind. Wir sind traurig, dass der Denkmalschutz nicht gewahrt wird. Wir sind richtig traurig. Das ist doch nicht mehr schön. Unser uraltes Rathaus. So mehr sage ich dazu nicht. Ist aber noch gar nicht fertig. Nein, wir hoffen, dass es schön wird. Ich sage immer nur, ich stelle mir vor, wenn dieses ganze Gebäude nicht da wäre, wie schön der Hintergrund alles zu sehen wäre. Das Rathaus, wie es war, und heutzutage werden dann diese schönen Arkaden nicht mehr da sein. Was halten Sie davon? Gar nicht. Nee, es hätte so bleiben sollen, die hätten es etwas verändern sollen, aber nicht so. Nur wir, nein, aber nicht dieses. Also, ganz bestimmt. Es ist nicht mehr das, was es gewesen ist. Und dann auch noch der Streit jetzt mit der Farbe, ne? Was habe ich da gelesen? Rosa und Gelb. Ja, das ist typisch Uelzen, ne? Wenn da etwas angefangen wird, dann kommen erst die Probleme. Ne? Nee, also mal gucken. Also ich weiß nicht so. Aber man kann ja sowieso nichts mehr ändern, oder? Kann man noch? Wir haben zumindest keinen Einfluss. Wir wollen die Meinung der Bürger wollen wir verbreiten. Ja, das wollen wir natürlich. Ah ja, das ist immer so ein Hin und Her hier. Das Rathaus, wie es mal alt ausgesehen hat und jetzt, wenn es umgebaut fertig ist, sind diese schönen Arkaden zu. Was halten Sie davon? Ich finde es nicht gut. Also die Arkaden, meine ich, gehören zum Rathaus. Ich kenne das Rathaus selber nur in dem Zustand, seitdem ich in Uelzen bin. Das ist ja 1975. Und ich finde es traurig. Man hätte die Arkaden auch ganz verglasen können, so ähnlich wie in Oldenstadt in dem Langhaus. Also ich finde, man hätte da Möglichkeiten finden können, um das halbwegs so zu erhalten, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Dankeschön. Aber was ich völlig daneben finde, sind die Velux-Fenster hier auf der Nordseite, oben im Dachgiebel. Also das finde ich absolut daneben. Ne? Okay, danke. Vielleicht auch mal Ihre Meinung dazu, was der Umbau des alten Rathauses für Sie bedeutet. Also ich denke, der Umbau ist ja eigentlich doch viel zu teuer geworden, wenn man das mal so hört. Und wenn man so das so mitverfolgt, wenn man hier am Wochenmarkt steht, was da so für Arbeit gemacht werden, auch mit den Fenstern, mit den Türen jetzt, was nicht so wirklich passt, auch mit den Ausbauten, was man jetzt so sieht, das sieht aus, als wenn das Styropor ist oder sowas. Ich denke, im Endeffekt wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen, das Haus abzureißen und im gleichen Stil mit neuesten Materialien wieder aufzubauen. Wäre wahrscheinlich günstiger geworden und auch mit den Arkaden, sind ja jetzt zugebaut, das hätte alles nicht nur getan. Ich denke mal, so im alten Stil hätte man das wieder aufbauen können, was wesentlich günstiger geworden wäre. Dankeschön. Bitte schön. Einmal den Unterschied, das ist das Rathaus, wie es früher mal ausgesehen hat und der Umbau, der jetzt stattfindet. Was halten Sie davon? Ja, nicht mehr zu verhindern, ne? Aber mir wäre es jetzt so besser gefallen, wenn es so geblieben wäre. Was speziell? Na, die Rundbögen, das ist so was Markantes, ne? Und Außergewöhnliches. Und jetzt, das ist eben so 0815. Ist natürlich sicher praktisch, wenn da ein Kaffee reinkommt. Das ist für eine andere Sache. Ja. Aber sonst, wie gesagt, ich fand das vorher besser. Okay, dankeschön. Ja, bitte. Vielleicht auch Ihre Meinung noch mal zu dem Umbau des alten Rathauses, dass die Arkaden zugemacht wurden. Wie sehen Sie das? Die Arkaden, die vermisse ich schon. Denn da habe ich gedacht, das könnte man clevererweise verglasen und so lassen. Und eben auch mit Nutzen als Gastronomie. Aber dass es jetzt anders wird und eckig wird, ist ja auch nicht so schlimm, finde ich. Denn das Gesamtobjekt ist ja von hier vorne. Von der Seite brauche ich transparente Eingänge oder auch das Rausgucken. Die Leute sitzen da drin und wollen was sehen.
Und da kann man das ruhig ein bisschen moderner gestalten. Das ist, passt eigentlich auch. Ich finde das nicht so tragisch, wie jetzt manche tun. Und auch wenn sie jetzt sagen, da oben stehen die Velux-Fenster. Ich kenne das einfach aus meinem Leben, dass die Leute zweimal hingucken und dann ist es egal. So keiner mehr hin. Wenn sie dann irgendeinen auf der Straße fragen, wie sieht das da aus? Also, Velux-Fenster? Wir haben doch keine Velux-Fenster. Weiß da keiner mehr. Also ich denke, das wird schon in Ordnung. Man muss bloß jetzt eben, es ist doch alleine, wenn ich 10 Leute da stehen habe und sie unterhalten sich über Farbe. Und dann haben sie 10 verschiedene Meinungen. Mhm. Ja, irgendeiner muss entscheiden und dann muss es weitergehen. Okay, ja. Okay, dankeschön. Bitte. Vielleicht auch mal Ihre Meinung zu dem Umbau des alten Rathauses, weg mit den Arkaden, alles zumachen. Ja, also hier an der Nordfassade des alten Rathauses handelt es sich um die Premium-Ansicht von Uelzen. Von der Deutschen Bank-Ecke gesehen ist das die Ansicht, mit der Uelzen sich identifiziert, die für Uelzen prägend ist. Und bei dem Umbau hat man an der Nordfassade bestehende Wirkungslinien meiner Meinung nach nicht aufgenommen. Die das Hauptportal prägenden Fensterelemente sind zwar im ersten Obergeschoss weitergeführt worden, aber im Untergeschoss nicht. Und die großflächigen Einbauten, die Fenster und die Alutür sind ausgesprochen störend, stören diesen harmonischen Anblick dieser prägenden Fassade. Okay, dankeschön. Das Schlimme ist ja, wenn man mal die Rückseite betrachtet, ich weiß nicht, ob das schon bemerkt wurde, da wird ein langer Anbau erstellt. Sieht auch nicht schön aus, die Rückseite. Was soll das? Das war da vorher nicht da. Ja, das ist teilweise für die Technik nötig. Und dann wurde gesagt, die Rückseite ist der weniger richtige Bereich. Ja, aber sieht keiner. Das ist unser 1A-Gebäude in 1A-Wohnlage und dass wir das so verschandeln und ohne Zutun der Politik wohlgemerkt. Ja, ja. Da sagt der Denkmalschutz, das ist wichtig, weil die Decke in Fragmenten noch vorhanden ist. Und hier sagt der Denkmalpfleger, das ist okay. Das ist, hätten wir gesagt, die müssen bleiben. Ja. Das hatte was Prägendes hier. Jetzt hast du hier eine Wand wie überall sonst auch. Was lernen wir daraus? Wir müssen in Zukunft eher mal fragen und dann die Verwaltung beauftragen. Ja. Ne? Ja. Anders kann es nicht mehr gehen. Ja, pass mal auf, ihr seid selber schuld. Nee. Wenn ihr, also auch, wenn ich im Bauausschuss, als ich im Bauausschuss war und die haben gesagt, wir machen eine Fassade, dann habe ich gesagt, wie sieht die aus? Ihr habt euch kein Bild zeigen lassen. Wir haben auf die Verwaltung vertraut. Ja. Wie lange seid ihr im Rat? Wie lange seid ihr im Rat und habt das immer noch nicht gelernt? Na. Du weißt aber auch, dass das Geschäft laufender Verwaltung auch nicht, ne? Aber nein. Ja, gut, wenn ihr, pass auf, wenn ihr über die Farbe diskutiert im Bauausschuss und sowas macht und lasst euch nicht zeigen, wie die Fassade aussieht, dann habt ihr auch Mitschuldigen. Die Schuld hat die Verwaltung. Aber ihr könnt es nicht allein auf die Verwaltung machen. Das war das, jetzt müssen wir doch aber sehen, wie wir das jetzt wieder hinkriegen. Ja, genau. Das ist doch das Entscheidende. Pass auf, denn wir wollen was anderes machen. Wir wollen uns außerdem das ja jetzt nicht außer, jahrelang außerdem angucken. Haben sie euch beschummelt. Wenn ihr die Zeichnung in der Zeitung die sind ganz anders. Dann ist diese ganze Fassade modern. Hier haben sie Geld, der Bruch ist hier so. Hier haben sie auf einmal oben dieselben Fenster wieder hinten. Ja. Und unten was ganz anderes. Und die Zeichnung zeigt dir hier die ganze Fassade mit modernen Fenstern. Und dann versuchen wir bitte als Privatmann am schnellen Markt den Leuten klar zu machen. Nein, den Leuten mal, sie wollen ein Velux-Fenster einbauen. Guck mal, was da oben drauf ist. Ja, ja. Die Sache ist die, das ist unsere 1A-Lage und damit gehen wir so um und vor allen Dingen als Vorbildfunktion für Private, ne? Ja. Bin ich bei euch, ne? Also das kann es nicht geben. Weißt ne? du, erst sagt man, die Fassaden von, die durften nicht bleiben, weil die 31er da was angebaut sind, richtig. Damit die Fußgänger Arkaden, hier, die Arkaden. Die ich persönlich die sehr schick fand. Also ich auch schick fand. Ich habe sie ja nie anders kennengelernt. Ne? Man hat gesagt, aus Denkmalschutzgründen muss das weg. Jetzt sagt man, das ist eine zweitrangige Ansicht. Da hätte man auch die so lassen kann und für den Kaffeebetreiber schöne Rundbögen Glas rein. Das sieht super aus. Das wäre angeblich statisch nicht möglich gewesen, aber dass das im 21. Jahrhundert statisch nicht möglich ist, was vorher hunderte Jahre gehalten hat, ne, das glaubt doch kein Mensch. Da ziehst du irgendwo noch einen Träger mit ein, den du an den Seiten abstützt oder irgendwas. Ja, aber da hätte man wahrscheinlich einen Stahlbetonträger nehmen müssen oder sogar eine Stahlschiene oder so. Ist doch innen auch gemacht worden. Ja, natürlich. Also dieser Umbau des Rathauses ist für meine Begriffe nicht gelungen. Es sind da zu viele Facetten, die einfach nicht reinpassen. Man hätte das ganze Ding platt machen müssen und hätte einen wunderschönen
Ausblick auf dieses wunderschöne Rathaus, auf diese wunderschöne Ratsweinhandlung und dieses Fachwerkhaus und die Gasse hier. Das wäre wirklich wirkungsvoller gewesen, als dieses Rathaus hier zu restaurieren. Und wir hätten viel Geld gespart. Oder die Stadt und Landkreis ja kein Geld haben, aber es muss ja verprasst werden. Das ist ja nicht deren Geld. Uelzen TV hat mal wieder Meinungen eingefangen. Positive, negative und zwar persönliche Meinungen von den Bürgern, die hier in Uelzen auf dem Wochenmarkt das Rathaus, das alte Rathaus sehen. Sie machen sich hoffentlich Ihre eigene Meinung und schauen beim nächsten Mal wieder rein, wenn es bei Uelzen TV was zu sehen gibt. Dankeschön und bis zum nächsten Klick. Tschüss.